So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kleines Beginner-Guide in Escape from Tarkov. Wir sind hier gerade in der Factory unterwegs und eigentlich nur im PvE-Modus, also offline, um euch das ein bisschen die Steuerung zu zeigen. Also in den Menüs ist ja so, dass die Steuerung relativ simpel gehalten ist und man viel selber rausfinden muss. Und ja, ich denke, ich werde jetzt einfach mal auf die Steuerung eingehen und ein paar Sachen zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder auch vielleicht der ein oder andere erfahrene Spieler noch nicht kennt. Für mich sind auch immer wieder Sachen dabei, wo ich sage, oh, okay, das geht auch, ist ja cool. Und ja, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar Bewegung werde ich jetzt nicht eingehen, auf Springen auch nicht. Laufen und Geschwindigkeit ist mit, regelt ihr mit Mausrad, dann seht ihr links unten diesen Regler, der sich hoch und runter setzt. Das ist die Geschwindigkeit und gleichzeitig natürlich auch die Lautstärke vom Laufen. Also wenn ihr das auf Minimum habt, lauft ihr sehr leise und eben auch langsam. Ist eben situationsbedingt sehr wichtig in Escape from Tarkov. Des Weiteren könnt ihr euch mit links und rechts lehnen, mit Q und E, wie ihr vielleicht schon auf anderen Spielen kennt. Da gibt es dann auch noch die verschiedenen Neigungen und Winkel einzusetzen. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ist, denke ich, das könnt ihr dann für euch selber rausfinden, was da für euch das Wichtigste ist. Ja, dann gehen wir zu einer wichtigen Sache. Wenn ihr in den Raid reingeht und eine vollautomatische Waffe dabei habt, ist die von Anfang an immer im Single-Shot. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr auf der Maustaste bleibt, schießt die genau einmal. Und ihr könnt natürlich öfters schießen, wenn ihr die Maustaste öfters drückt. Aber wenn ihr in den vollautomatischen oder in den Burst-Fire-Modus je nach Waffe wechseln möchtet, müsst ihr B drücken. Und das müsst ihr in jedem Rundenbeginn machen. Und auch wenn ihr Alt-F4 zum Beispiel drückt und wieder reinjoint, weil ihr irgendwie Probleme habt, Connection-Probleme oder sonst irgendwas, selbst wenn ihr dann reinjoint wieder, müsst ihr wieder B, den Feuermodus auf vollautomatisch wechseln. Also es hat mir schon einmal, nicht nur einmal den Tod gekostet, dass ich eben dann auf Single gestellt war. Ich will hier einen Gegner niederbürsten und schieß halt nur einmal, bis man dann reagiert, ist man meistens schon tot. Ja, des Weiteren geht's mit der Waffe. Könnt ihr mit Shift-T die Patronenkammer checken. Das mache ich jetzt einmal, dann guckt ihr quasi, ob die Waffe geladen ist. So könnt ihr auch eine Ladehemmung wieder in Gang kriegen. Also wenn sich eine Hülse oder irgendwas reingeklemmt hat, drückt ihr Shift-T und dann nimmt ihr die raus und dann ist die Ladehemmung quasi weg. Aber ich hatte die Ladehemmung, ich weiß es nicht, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft in meiner kompletten Spiellaufbahn. Und es passiert fast nie. Von dem her auch nicht unbedingt so wichtig. Wenn ihr das Magazin schätzen wollt, ohne in euer Inventar zu gehen und sehen, okay, hier habe ich 50 Schuss und ihr müsst hier gerade abaimen und könnt jetzt nicht ins Inventar gucken, dann könnt ihr das mit Alt-T machen. Dann schaut ihr quasi rein und schätzt rechts unten, wie voll das Magazin ist. Also es ist almost voll jetzt, almost full, also fast full. Das heißt in dem Fall 50 von 60 Schuss. Da sagt er noch leer oder fast leer und so könnt ihr eben auch, wenn ihr gerade hier in Action seid und nicht ins Inventar könnt, abschätzen, wie viele Kugeln ihr noch im Magazin habt. Des Weiteren haben wir hier schöne Aufbauten vorne dran. Das sieht man an der Waffe, hier ist das die vollgeklatschte aus dem Jahreswechsel-Geschenk. Das ist völlig übertrieben. Ich würde mir meine privat nie so aufbauen. Aber zum Zeigen ist jetzt mal ganz gut. Ich mache jetzt einfach mal mit T, kann man die Taschenlampe, Laserpointer oder was man auch immer anhat, beziehungsweise aktiviert hat, anmachen. Da drückt jetzt quasi drauf und ihr seht, ich habe jetzt hier den Laserpointer aktiviert. Aber wie ihr gesehen habt, habe ich ja nicht nur einen Laserpointer dran, sondern auch noch eine Taschenlampe. Jetzt könnt ihr ganz einfach mit Steuerung T die Module, was ihr angebaut habt, wechseln. Jetzt habe ich quasi den Laserpointer an und die Taschenlampe. Gehe ich eins weiter, jetzt ist der zweite Laserpointer, ne, jetzt sind beide Laserpointer an, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber es sind halt beide Laserpointer an, die verschiedenen Varianten. Und jetzt ist die Taschenlampe wieder aus. Und wieder der zwei Laserpointer an, Taschenlampe an, jetzt müsste ein Laserpointer sein. Also man kann es so hin und her wechseln. Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, mit ohne Steuerung, einfach mit T die Sache, ganze Sache an- und ausschalten. Und ja, Taschenlampe ist hier und da vielleicht ganz witzig, entweder mal zum Gegner blenden oder wenn es in der dunklen Passage ist. Laserpointer ist ganz witzig, wenn ihr aus der Schulter rausschießt, ohne mit Kim und Korn zu zielen. Aber ich denke, das kann man auch so ganz gut ohne Laserpointer sehen. Meistens ist es leider so in den helleren Karten, dass man den Laserpointer extrem schlecht sieht. Von dem her, ja, nicht ganz so optimal. Des Weiteren gehen wir jetzt auf die Visiere. Ich habe hier einmal dieses
mehr oder weniger Sniper-Visier und kann hier, also wenn das Visier das kann, kann ich mit Bild hoch und Bild runter, seht ihr rechts unten im Bild, nullen. Das ist jetzt auch mit dem letzten Hotfix-Patch bzw. ja, Patch reingekommen. Das heißt, wenn ich jetzt 200 Meter entfernt ziele, schieße ich genau in die Mitte vom Zielkreuz. Wenn ich jetzt genau das gleiche bei 150, 150 ist glaube ich auch standardmäßig eingestellt. Das heißt, wenn er 50 Meter entfernt ist, treffe ich jetzt genau in die Mitte. Ihr könnt natürlich auch jetzt, dann müsst ihr immer noch mit hoch und runter zielen abschätzen. Aber ich denke, das sollte euch auch bekannt sein, beziehungsweise ist auch einfach Übungssache. So, jetzt habe ich das Riesenvisier, wo ich hier keine Ahnung wie weit sehe. Und will aber im Nahkampf, komme ich damit schlecht zurecht. Deswegen ist hier an der Seite noch ein kleineres Aim-Visier drauf. Jetzt kann ich Steuerung rechtsklick einmal machen und jetzt wechselt er quasi auf das kleine Holo-Visier. Und jetzt kann ich hier, sag ich mal, besser für den Nahkampf abzielen. Das Ganze wechselt ihr mit Steuerung rechtsklick. Wenn ihr ein spezielles Visier habt, ein Holo-Visier wie das jetzt, könnt ihr mit Alt und rechtsklick quasi diesen Punkt ändern, wenn es das kann. Dieses kann es leider nicht, ist jetzt schlecht zum Zeigen, aber ansonsten gibt es dann eben meistens einen Punkt und drei Linien und einen Punkt, zum Beispiel bei einem Visier, wo ich jetzt weiß, als Auswahl. Also kann man sich mit Alt, Rechtsklick selber dann aussuchen, welches Visier oder welches Zielkreuz man möchte im Endeffekt. Ist auch ganz nützlich, ich denke, der eine kommt mit dem besser zurecht, der andere mit dem. Je nachdem, wie eben euer Geschmack ist. Des Weiteren könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in der Deckung seid und der haltet euch, holzt euch ein, so könnt ihr nicht schießen, es funktioniert nicht. Deswegen geht ihr mit Alt W und könnt quasi so aus der Deckung raus ein bisschen den Gegner anschießen bzw. wieder in die Deckung treiben, um dann vorzustoßen oder wie auch immer. Also das geht mit Alt W. Ein bisschen, ja, Gangsterschuss. Und ja, ist auch, denke ich, ganz nützlich in der einen oder anderen Situation. Wenn ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr euch so ein bisschen umgucken. Ist ein bisschen bedürftig, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt gerade sowas wie ein Arma 3 oder ein DayZ gewöhnt ist, wo man ja sich ja fast, keine Ahnung, 180 Grad den Kopf drehen kann nach hinten. Ist es hier etwas dürftig. Benutze ich auch persönlich nicht wirklich oft. Also bringt mir in meinen Augen relativ wenig aus und man sitzt halt mal irgendwo, campt ab, will jetzt da mit dem Zielkreuz nicht weggehen und will so ein bisschen die Ankles abchecken, ist es vielleicht ganz praktisch, aber ja, müsst ihr für euch feststellen, geht mit mittlerer Maustaste gedrückt halten oder Mausrad, je nachdem wie ihr die Maus habt und dann könnt ihr euch ein bisschen umschauen. Des Weiteren, wenn ihr rennt und da kommt ein Gegner, geht ihr einfach während dem Sprinten auf eure Hinlegtaste und dann legt er sich schnell hin, um dass ihr schnell in Deckung seid. Mit L könnt ihr eure Waffe anschauen. Das war am Anfang relativ wichtig, weil es da dieses, also wenn man sich die Waffenmodus umgeschaltet hatte, hat es rechts unten nicht gezeigt, ob es Full Auto Single oder gegebenenfalls Burst ist, sondern das war nicht. Also man musste wirklich hier anhand des Balkens, also anhand des Hebels entscheiden oder eben schießen probieren, aber es geht in den meisten Fällen. Aber dann konnte man eben hier an dem Hebel gucken, auf welchen Modus die Waffe eingestellt ist, musste sich das halt dann merken oder wie auch immer. Ist jetzt einfach gelöst, deswegen ist es eigentlich relativ unnötig, aber gut, wenn man mal seine Waffe angucken will, kann man das mit L machen. Generell eine sehr wichtige Taste ist, werde noch die O-Taste. Die zeigt euch nämlich den Ingame-Zeit an, wie viel ihr Zeit noch habt, um das Exit zu finden und darunter eben auch die gegebenenfalls welche Exits ihr habt und welche ihr nutzen könnt, beziehungsweise die mit den Fragezeichen, welche nicht sicher sind oder müsst ihr dann selber abchecken, ob die offen sind. Und ist auf jeden Fall sehr wichtig, haltet immer die Zeit in Augen, wenn ihr euch da ein bisschen verstrauchelt, gerade auf Shoreline zum Beispiel, wo es die sehr riesig ist, könnt ihr schnell mal in Zeitnot geraten. Von dem her ist immer mal eine Taste auf die O-Taste, Entschuldigung, sehr wichtig. Und ja, so zum Schießen noch. Wenn ihr hier quasi auf eine Stelle guckt, seht ihr ja, okay, der bewegt sich, der atmet, was weiß ich. Wenn ihr jetzt Shift gedrückt haltet, haltet er fast 100% still, also könnt ihr sauber schießen. Ist, denke ich, auch für die Scharfschützen unter euch extrem wichtig. Ansonsten geht es zum Nachladen. Wenn ihr einfach R drückt, lädt er das Magazin nach und ihr habt wieder ein volles Magazin. Das andere kommt in die Tasche, könnt ihr dann wieder von Hand nachladen.
Es gibt dann noch die Schnellnachladefunktion. Das ist, müsst ihr drauf aufpassen. Ich denke mal, wenn man in Action ist und dann erst spammt quasi, weil man sagt, okay, lad doch schneller nach und ihr euch nachher wundert, wo euer Magazin ist. Das kommt daher, weil die Funktion Doppel-R die Schnellnachladefunktion ist. Das heißt, er spart sich die Zeit, das alte Magazin in die Tasche wieder einzustecken, lässt es einfach auf den Boden fallen und steckt das neue rein. Damit spart ihr ein bisschen Zeit. Beim Nachladevorgang ist, denke ich mal, in dem einen oder anderen Kampf von Vorteil. Aber wie gesagt, halt schwierig, müsst ihr nachher das Magazin suchen, wenn ihr nicht mehr wisst, wo ihr nachgeladen habt oder im Eifer des Gefechts. Ich zeige das jetzt gerade mal. Er lässt es dann quasi so fallen. Nächste rein. Geht ein bisschen schneller, aber das Magazin weg. Also ihr müsst euch dann im Prinzip merken, okay, war das hier, und das Magazin wieder einsammeln. Sonst fehlt euch nachher eins. Ihr seid dann vielleicht schon ein bisschen weitergelaufen nach der Action und lootet irgendwo und dann so, oh Moment, wo war das Magazin oder generell, wo das Magazin her ist. Also Doppel-R ist schnell komplett nachladen oder wie man es auch nennt. Der wirft es auf den Boden, das nächste rein und geht einen Tick schneller. Laden wir gerade nochmal so nach und steckt das kurz ein. Geht, also es spart ein bisschen an Zeit. Ich benutze es im Regelfall eigentlich nicht. Vor allem nicht bei den 60er Magazinen. Aber in der Not muss man halt davon ausgehen, retten einen vielleicht die Sekunde, was man da spart, und dann ist das vielleicht sinnvoll. Des Weiteren, wenn ihr mit der Waffe da seid und es rennt zum Beispiel ein Hatchling auf euch zu, also einer, der mit der Axt oder mit dem Messer auf euch zugeht, und euer Lauf dreht sich so nach oben, dass ihr ihn gar nicht mehr treffen könnt, könnt ihr einmal Doppel-V drücken, dann führt er quasi sofort so einen Axtschlag aus, oder ihr drückt einmal V und habt dann die Axt draußen, könnt mit links zuschlagen oder mit rechts stoßen. Aber ich denke, es ist ganz praktisch, wenn der jetzt hier einen bedrängt, einfach Doppel-V drücken, bam, gibt man so eine Schelle und hat die Waffe im gegebenenfalls auch schon wieder draußen. Normal sollte ein Hatchling mit einem Axtschlag tot sein, und ansonsten müsst ihr halt nochmal V drücken oder eben die Waffe mit Einzel-V rausholen und euch den entledigen oder eben mit der Waffe wegrennen und wieder versuchen, Entfernung zu kriegen. Aber ich denke, jeder kennt die Situation und ist dann auf blankem Eisen. Da hilft meistens schneller, die Doppel-V zu drücken und das Problem zu erledigen. Des Weiteren seht ihr rechts oben die FPS-Anzeige bzw. Packet aus, Packet rein, MS, also alle Anzeigen, die irgendwie die Performance oder irgendwas zeigen, die könnt ihr mit Ö die Konsole quasi öffnen und FP1 drücken, dann erscheint die euch. Ist, denke ich, also ich brauche es, oder ich habe es immer an, weil ich ja diese Packet-In-Probleme habe. Deswegen sehe ich immer, wenn dann keine Pakete mehr reinkommen, muss ich halt neu starten, bevor ich dann noch irgendwie eine halbe Stunde über die Karte renne und das nicht merke und dann irgendwann tot bin. Von dem her ist es ganz praktisch. Ich hoffe, das Ganze war's jetzt. Wenn ihr da noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mich irgendwo zu verbessern habt, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Gebt auf jeden Fall ein Video einen Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Und es werden auf jeden Fall noch mehr Beginner Guides folgen. Das heißt, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, lasst einfach ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!